er da jetzt runtergehen? Das ist ultra kranker Scheiß, ich sag's dir. Es ist wie 1000 Nadelstiche. Hier hängt dein Leben. Ja, dir zählt jede Sekunde. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ein Survival-Selbstversuch bzw. ein Anschluss an die DSÜ. Was ist DSÜ? Durchschlageübung. Hier mal ein paar Bilder aus Fritz deinem Video. Geisteskrank. Eine exakt gerade Linie. Halt doch die Linie, du Pisser! Der Fußbus fährt immer. Nein, Martin! Wir hatten auf unserer Durchschlageübung einen Haufen Zeug bei. Ein Kletterseil, ein Klettergurt und auch Sachen, um etwas anderes zu tun. Dazu später. Aber ihr seht im Hintergrund, dieses Hindernis haben wir ganz knapp umgangen. Und heute ist der Tag gekommen, wo ich gesagt habe, ey, Fritz, stell dir doch mal vor, für die nächste Durchschlageübung müssen wir vorbereitet sein. Wir werden da jetzt runtergehen. Ein Gurt, ein Karabiner, ein Abseilgerät. Besonderheit, das hat Mani noch nie gemacht, da ist keine Backup-Sicherung oder so. Das ist ein Cube. Du musst festhalten, wenn du loslässt, Abfahrt. Wenn du loslässt, Abfahrt bedeutet Tod. Ja, nur, dass ihr das halt auch versteht, warum ich halt jetzt gerade aufgeregt und Angst habe. Und, Fritz, seine Lieblingsdisziplin? Hä? Eiskaltes Wasser zu durchqueren. Ich merke meinen Penis nicht mehr. Das seht ihr danach. Ich würde sagen, Fritz, give me the wall. We go off and runter. Eine kurze Frage. Wollen wir direkt an diese fette Steilwand dahinter oder soll ich eine kurze Trainingseinheit an dieser leicht schrägen Hälfte geben? Ich hätte so das Gefühl, einmal das Gefühl, in so einem Go zu hängen und mein Leben in der Hand zu haben, würde ich ganz kurz ausprobieren. Okay. Denn wir sind ja in einem Training. Komm, wir kämpfen uns einmal hoch. Du, ich folge dir. Hold the line, my friends. Ah, Freunde, bevor ich es vergesse. Dieses Video wird gesponsert von Rhino Shield. Die machen stoßfeste und vor allen Dingen sehr robuste Handyhüllen für euer Handy. Bei Fritz hat es gut funktioniert. Heute der Extremtest. Los geht's. Fritz, warte auf mich. So, hier erstmal ein kleiner Steilhang zum Test, damit du ein Gefühl kriegst für den Gurt. Und danach gehen wir ganz easy hier rechts diese komplette flache, nasse Wand runter. So, also, halt, das da! Fritz, das geht senkrecht nach unten und das sind locker 20 Meter. 50, ja, deswegen machen wir kurze Trainingseinheit hier, damit du das Gefühl kriegst. Und dann gib ihm. Das ist so krass. Für dich ist das, ich habe das Gefühl, für dich ist das Kindergeburtstag. Ja, ist auch. Für mich ist das gerade die Hölle. Ich hab gerade echt. Okay, erstmal Poncho aus. Na, Freunde. 10,5 mm Seil, natürlich schön in Oliv. Hier steht 10 mm. Ist ein Zehner? Ja, ich habe doch das Zehner genommen. Weil, wissen die wenigsten, Zehner ist leichter, aber no joke, geht halt auch leichter durch Abseilgerät durch. Hat halt nicht so viel Bremswirkung. Also, jedenfalls 40 Meter Seil. Wir gehen am Doppelstrang runter, damit wir das Seil von unten wieder abziehen können. Seht ihr alles gleich. Das heißt, wir können uns maximal vom Ankerpunkt bis unten 20 Meter abseilen. Achtung, Seil! Also, Klettergurt einmal über der Hüfte. Ja. Der darf auch ruhig ein bisschen auf Zug sein, ohne dass hier schlecht wird natürlich. Ja. Das heißt, auch gucken, dass der Hoden, meine Freunde, und der Penis natürlich nicht irgendwie durch diese Schlinge hier durchguckt. Weil dann wird es schmerzhaft. Weil, du musst dir ja vorstellen, du setzt dich da rein. Ja. Und das ist das Wunderwerk. Oh, das ist alles? Trilock-Karabiner. Und das ist das Abseilgerät. Das ist ein sogenannter Tube. Wie man sieht, zwei Schlaufen, das heißt am Doppelseil. So, wir schlingen das Seil einmal durch. Dann wird das Ganze hier unten eingehakt. Und hier vorne haben wir dann quasi eine Klemmwirkung. Das heißt, wenn wir runterdrücken, zack, ist das Ding zu. Und wenn wir das Seil lose lassen, dann geht das hier durch. Bam. Ich habe also vom Prinzip habe ich schon verstanden. Es ist einfach nur auch wieder diese Überwindung zu wissen, man geht über eine Kante. Es kostet einfach nur auch hier oben Kopf. Das ist eine reine Kopfsache. Du gehst über eine Kante. Für dich ist das wie Kuchen essen. Ja klar, weil ich es tausendmal gemacht habe. Ja, und für mich ist das halt deswegen, das, was es ist. Deswegen fangen wir leicht an. Soll ich mich einfach mal anzeigen? Ja, mach mal so, damit ich das mal sehe. Aber jetzt merke ich, halt, kommt der Druck schon rein. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier einen Step runter. Ein Step runter. Bisschen Seil hinten rein und kann jetzt einfach schon. Ich stehe hier. Ja, jetzt bin ich noch entspannt. Jetzt bin ich gerade so, kann gut aufnehmen. Das ist halt beim Training immer so ultra vorteilhaft. Im Gegensatz, wenn ich wüsste, ich müsste gleich in die Wand. Ich hänge jetzt wirklich schon so, wie ich sage. Drin. Ich würde jetzt umfallen, wenn ich jetzt loslasse, wahrscheinlich. Ja, es ist eine krasse Bremswirkung. Weil ich habe das Gefühl, ich will das Seil jetzt unglaublich festhalten. Ich merke auch schon, wie. So, schön breitbeinig, so ein bisschen mehr. Ja, genau. So, genau. Du hast einen guten Stand, merkst du schon, ne? Mit dem linken Fuß da auf die Kante. Ruhig ein bisschen übertrieben, so wie du es jetzt gerade hast. Dann hast du einen festen Stand. Und dann geht das runter. Viele verkrampfen Arm und anstrengend und ich will Arm wechseln. Brauchst du gar nicht. Du kannst das Ding theoretisch mit zwei Fingern halten, so. Aber dafür brauchst du Vertrauen ins Material und in die Technik. Und die kriegst du halt, wenn du sowas oft und viel gemacht hast und dich rantastest. Und Martin ist gerade das allererste Mal mit dieser Variante unterwegs. Ja, so, ich bin wieder oben. Das war jetzt natürlich eine sehr, sehr, sehr easy Nummer, aber, und das ist krass, es ist halt nicht dieses klassisch schräge runter, also eine senkrechte Wand. Es tut ultra hier unten in den Hüften weh.
Anspannen, ja, aber ich habe da halt auch keine Erfahrung. Ne? Und wir machen das jetzt so, dass wir, bevor wir in die hohe Wand gehen, noch mal ein Zwischenstück einbauen, was so quasi zum Zwischengrad dazwischen ist. Dann entscheiden wir oder dann gehen wir auf die große. Aber ich sage euch eins, das Gefühl, das Seil in sein, also sein Leben in seiner eigenen Hand zu haben. Fritz sagt, das ist hier, das ist so, hier hängt dein Leben. Hier ist alles, was du dir in deinem Leben, dein Aufbau, deine Familie, dein Sein, dein Ist. Und wenn du das machst, ist es mit einem Bums vorbei. Also Freunde, wir haben jetzt vor... Das ist halt jetzt schon eine richtige Kante, also da musst du... Ich weiß, aber ich will auch die Kante. Dass du frei hängt. Ja, aber bevor ich da rüber gehe, auf die 40 Meter Wand da drüben, habe ich überlegt, machen wir einfach hier nochmal kurz einen Abstieg, um das Gefühl zu haben, da direkt drin zu hängen. Die Hose ist voll, aber gut, das ist das Ding, ne? Wenn wir uns durchschlagen müssen irgendwo, haben wir wenigstens schon mal vorher trainiert. Habe ich trainiert, ne? Darf ich mir nicht das Knie verdrehen, ne? So. Ey Fritz, mach mal ein Foto. Hier, Mist. Ei. Das ist rausgerutscht, das ist einfach aus der Hand gerutscht. Komm erstmal heile runter, dann gucken wir uns das Telefon an. Okay. Das ist ultra krank. Das ist ultra kranker Scheiß, ich sag's dir. Boah, die Steine lösen sich, Alter, Junge. Mehr reinsetzen jetzt mit dem Arsch, richtig schön reinsetzen. Und Beine durchstrecken. Einfach ganz normal, genau. Schön durchgestreckt lassen. Ich häng voll drin, oder? Boah, die Wand ist so glitschig, die gibt null Halt, ne? Genieß es mal, spring mal nochmal ab jetzt. Genieß es, mein Freund. Das ist kranker Scheiß. Ja. Ich wollte nur hier. Ja. Das ist geisteskrank. Ey, Fritz, wo ist mein Handy? Ey, ohne Scheiß, ich wollte dich ja treffen. Es ist mir übelst aus der Hand gerutscht. Ich weiß nicht, ob's. Oh. Ey, das sieht gut aus. Ich hab das Gefühl, es ist sauberer als vorher, weil es regnet. Gib mal hier das Ding. Komm mal. Oh, bitte, komm, geh noch. An der Seite? Ja, geht. Ja. Da. Es geht wieder. Mein Handy ist nicht Schrott. Ist nicht mal Kratzer. Aber das Krasse ist, hier liegen Felsen. Guck mal da hoch, Alter. 8 Meter? Ja, locker. Locker 8 Meter. Das ist krass. Ich pack das wieder. Das ist geil. Pack mal lieber ein, genau. Jetzt habe ich aber kein Foto. Nochmal. Alter, guck dir an, wie meine Hände zittern. Jetzt gehen wir aus der Übung raus und gehen an die kleine Wand da drüben. Ja, wir gucken mal die kleine Kante, ob das Seil reicht. Ich kann es tatsächlich nicht einschätzen, ob das Seil lang genug ist. Okay, auf geht's. Hold the line, mein Freund. Auf den Millimeter. Es passt. Wirklich auf den Millimeter. Du wirst dich freuen, wenn du hier stehst, ich sag's dir. Die Wand ist ein bisschen lose. Oh, Achtung! Okay, ich geh runter, ja. So, Fritz ist jetzt hier über die Wand, hier ist immer noch Seil. Ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Das ist ultra krass. Ich hab's gesehen, da sind Steine abgefallen. Da sind irgendwie Felsen runtergerollt. Fritz, geht's dir gut? Ja. Oh, ich sehe ihn ja nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ultra Respekt. Ich hab gerade ja schon da unten gemerkt, wie krass das ist. Das ist nur Psyche und Kopf, aber trotzdem, das sind 15 Meter locker. Also Fritz kommt jetzt gerade zurück. Oh, er macht so. Martin wird auf jeden Fall nicht runtergehen. Ich werde auch nicht nochmal runtergehen. Der komplette obere Kranz, extrem lose. Aber darunter, wir sitzen hier quasi auf einem Felsmassiv, was eigentlich wie auf so einem Nacho-Stück hängt. Oh. Also eigentlich ist es eine ganz beschissene Stelle hier und vor allem zum Abseilen. Man sieht es vielleicht aus meiner Ego-Perspektive, da ist so ein riesiger Riss drin. Circa 2 Meter unter der Kante und geht richtig so V-förmig nach oben. Der könnte jeden Augenblick runterrutschen. Ja, und dann reden wir aber nicht von so einem Stein, dann reden wir von einem Auto, was hier runterkommt. Deswegen würde ich sagen, abbauen. Ja, ich hab auch gerade gesagt, Safety first. Ich hab gesagt, deine Expertise warte ich ab. Der Punkt ist, Leute, natürlich, wenn es Survival-Situation ums Überleben geht und keine Ahnung was, dann muss man das Risiko eingehen. In dem Sinne machen wir eine Übung. Habe ich vorher nicht gesehen, war fahrlässig, hätte völlig schief gehen können. Wir müssen es jetzt aber nicht ausreizen. Richtig. Von daher, wir haben gesehen, dass es funktioniert, aber wir müssen jetzt das Glück nicht auf die Probe stellen. Fritz, kommen wir nun zum angenehmen Teil des Videos. Ja, für dich. Jetzt wird's krass. Wir wollen noch ein Gewässer durchqueren. Denn es geht ja auch darum, das Hindernis war eine DSÜ da, aber sehr klein. Und ich hatte mich darauf vorbereitet und bin gespannt, wie es funktioniert. Du willst Biwaksack, ich will Dryback. Wir gucken, ob es funktioniert. Los geht's. Freunde, das nächste Hindernis. Ein See. Hätte das passieren können? Hier geht's steil runter.
Deshalb reden wir nochmal zum Schluss mit euch oben. Geht das gleich runter, packen das Ding aus und dann gehst du rüber. Bisschen schwimmen. Klassische Herbstbeschäftigung. Es regnet übrigens. Ja. Wir haben Außentemperatur, keine Ahnung. 9 Grad. Ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall einstellig. Wasser 2 Grad, 3 Grad. Höchstens. Es wird schön. Es wird toll. Ganz wichtig, Leute. Rhinoshield hat uns jetzt die ganze Zeit begleitet auf der DSÜ-Durchschlageübung. Wir haben es von einem Holzstapel geschmissen. Tippi! Und er hat es gegen einen Baum gefeuert. Und mir ist es aus der Hand gerutscht bei einer Klippe. Hier. Oh, oh, Mist. Und es hält, es ist komplett intakt. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Erster Link in der Beschreibung, checkt es aus. Wir machen jetzt rüber. Los geht's, Fritz. Runter da. Runter da. Das wird spannend, wie, naja, wie der Untergrund jetzt. Ihr seht, es regnet. Und da drüben wollen wir raus. Ihr kennt das klassische Poncho-Zeltbahn-Paket. Das machen wir nicht. Wir probieren zwei andere Sachen aus. Jeder was Neues. Und gucken einfach, ob es klappt. Richtig. Und ihr seid mit dabei. Gut vorgepackt. Das ist halt die Luxusvariante, ne? Also man muss dazu sagen, Martin hat quasi einen Drybag mit, also einen extra Ausrüstungsgegenstand. Und meine Idee, ob die gut ist oder weiß ich noch nicht. Ich nehme meinen Biwaksack. Ich habe das Ganze, den Rucksack im Poncho, aber der Poncho ist an sich zu klein für Kleidung, Stiefel, Rucksack, alles und so weiter. Und deswegen werde ich jetzt einfach meinen Biwaksack nehmen, weil der ist ja theoretisch wasserdicht. Und hier gleich mir ein Paket draus schnüren. Eigentlich müsste es funktionieren. Eigentlich schon. Aber es ist immer so. Das heißt eigentlich. Man weiß es erst, wenn man es probiert hat. Eine wichtige Info noch natürlich. Wir werden mit Unterhose oder Badehose schwimmen. Genau. Ne? Normalerweise würden wir es nicht machen, aber für YouTube, da muss ich gepixelt werden und so weiter. Genau. Lassen wir die jetzt an. Ich habe natürlich, weil ich nicht weiß, ob es passt oder reicht, mir zur Not einen Müllbeutel mitgenommen. Für den alleräußersten Notfall. Der ist ausgerüstet, der junge Alter. Weil ich gedacht habe, ey, ich schleppe lieber einen Müllbeutel mit. Hab hier ein bisschen Paracord und zur Not, falls es nicht reinpassen sollte, Stiefelklamotten in den Müllsack zugeschnürt, hinterhergezogen. Das ist der Plan. Ich bin auch nervös, ne? Ich bin aufgeregt. Ach, ich hab Hände. Ich muss in so einen Survive-Mode kommen, wo der Kopf ausgeht. Ja. Ich bin im Survive-Mode. Hier, mein Paket. Ich hab keine Ahnung, ob das Ding überhaupt schwimmt. What the fuck, ist das kalt? Echt jetzt, Mann? Weißt du, wovor ich am meisten Angst habe? Das Paket sich dreht. Ja, dann halt es nicht. Wenn es dreht, habe ich ein dickes Problem. Okay, das ist krass. Survive-Mode beginnt jetzt schon. Oh, es darf sich nicht drehen, es darf sich nicht drehen. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es schwimmt. Oh. Konzentration, kurz Konzentration. Atmen. Ich merk nichts mehr. Scheiß, no joke. Ich merke meinen Penis nicht mehr! Dort, jetzt zählt jede Sekunde. Es ist wie 1000 Nadelstiche. Mein Hoden brennt wie Feuer! Land! Mich kannst du nicht anfassen. Geil, Alter. Das war geisteskrank. Eine Sache, die ultra wichtig ist, die ich nicht bedacht habe, du darfst nicht rein und sofort los. Du musst rein. Kurz warten, und dich so 10 Sekunden dran gewöhnen. Warten. Kurz diesen Schock wegnehmen, ja. atmen und dann los. Und jetzt gucken wir, ob unsere Klamotten noch nass trocken sind. Okay, gucken wir mal rein. Nein. Mein Schuh ist nass. Hä? Mein T-Shirt ist anders. Ist das jetzt vom Reinlaufen oder ist das jetzt? Nein. Hey, das geht gar nicht. No joke. Hier, das ist richtig, da ist Wasser drauf. Da läuft's. Das ist reingelaufen. Gucken wir, ob der Fernspeer Biber krass durchgehalten hat. Das kann aber auch jetzt vom Rumschwingen, ich weiß nicht. Auch für die Leute jetzt vielleicht ein bisschen komisch, meine Frage. Aber wie fühlt sich dein Hoden an? Ach, ich habe einen Hoden? Ich spüre ihn nicht. Ich hatte A noch nie so einen kleinen. Der fühlt sich an wie so eine Erdnuss. Das wird und der brennt, Junge, der brennt. Ich bin safe impotent jetzt. Ey, aber man merkt wirklich, man wird wahnsinnig einfach. Oh, man dreht man durch einfach. So, jetzt komm, jetzt die große Frage. Es sieht gut aus. Ey, es sieht richtig gut aus. Man muss halt ultra aufpassen wegen dem Reißverschluss. Alter, du bist trocken. Hier ist leichte Feuchtigkeit, aber. Da unten, guck mal, da unten. Hä? Oh,
Oh, da ist Wasser. Ey, hier ist echt ein bisschen Wasser drin. Okay, krass. Da oben ist noch. Hier ist irgendwas durchgekommen. Doch, hier ist richtig. Vielleicht ist es hier irgendwie durch den Reißverschluss durch. Also, es hat auf jeden Fall nicht so 100% funktioniert, aber ich habe meinen Rucksack halt noch in meinen Poncho eingewickelt. Von daher, Rucksack ist trocken. Klamotten im Raincover sind auch trocken. Blöd ist natürlich nur jetzt der Biwaksack von innen. Ne? Also bei einer. Ja gut, aber das ist jetzt nicht dramatisch, oder? Es ist nicht dramatisch, in der Notsituation hätte es auch funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass es am Reißverschluss an der Seite rein ist. Alter. Das war eine geisteskranke Geschichte. Fritz, ich habe noch eine Frage. Alter, meine Nippel fangen richtig an, gerade taub zu werden. Alter, ich zieh das brennt, Junge. Ich weiß, das ist doch, was ich meinte. Ja? Fritz, ja. Würdest du das doch genau nochmal so packen und nochmal genauso machen, wenn mir die nächste Durchschlageübung losgehen würde? Ja, nur nochmal mehr auf den Reißverschluss achten. Perfekt. Damit verabschiede ich mich, Freunde. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Das war ein ultra krasses Video. Abonniert Fritz seinen Kanal, guckt euch die Durchschlageübung an. Dann versteht ihr die ganzen Bums auch. Ich bin raus. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.